Hi Leute, wir schauen uns heute mal Awake In an, ein neues PC-VR-Horrorspiel, welches noch im ersten Quartal 2021 rauskommen soll. Ab heute darf ich euch Gameplay-Material zeigen von dieser Vorab-Version hier. Man sitzt hier in einem Rollstuhl. Ich sitze hier in einem Rollstuhl. Ich bin eine Modepuppe. Ich bin irgendwie wie so eine Schaufensterpuppe und soll herausfinden, wer mein Erschaffer ist. Und muss dabei so einige Rätsel lösen. Man kann hier verschiedene Grafikeinstellungen machen. Auf jeden Fall Low, Medium, High. Ich spiele mal auf High. Den Gamma-Wert kann man noch ein bisschen hochdrehen. Ich drehe es vielleicht mal ein bisschen hoch, weil im Stream ist das immer alles relativ dunkel. Oh, ich drehe es mal so auf die Helligkeit. Language gibt es Polski und Englisch. Und Untertitel. Verschiedene Lautstärke-Einstellungen. Lassen wir so Exit Game, Load Game, New Game und vier verschiedene Save Slots. Joystick Slide. Eine Vignette kann man sich noch einstellen. Snap Turn und Teleport kann man hier unten auch noch einstellen. So, wir lassen es jetzt erstmal alles so. Und drücken dann hier mal auf New Game. Boing. Finally, I've been waiting for you, Wakelink. Welcome to the world. I suppose you're feeling a little confused, aren't you? A lonely doll in the midst of darkness. Don't worry, it'll pass. I'm here to explain to you how the world works. Let's start with the basics. Many beings don't realize how much okay, kleines Tutorial. They have on reality. Grafik sieht schon mal ganz nett aus. Very useful for that. For now, maybe a bit raw and limited. But first you have to learn to crawl in order to fly. Just like innocent larvae become fat adult flies. Untertitel leider nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Look at your hands. You can clench them into fists. Or grab what you want in them. Let's start with something easy. Open the box on your lap. Die Box öffnen, alles klar. Splendid. I've drawn up a simple schematic of how to use your hands. Perhaps you've noticed that your perception over time goes beyond your body. For example, when you try to stand up. You'd better not do that right now. To neutralize problems with your position in the wheelchair, sit upright in your chair and use the button highlighted in the schematic. Do it as often as possible to move smoothly or anytime your position needs fixing. Okay, calibrate ist do you know what moves the einfach hier der, was ist das? X-Button wahrscheinlich. One in your body has to congeal and cool down, so avoid getting up from your wheelchair if you don't want to be exposed to unpleasantness of alienating your body. That's like walking on thin ice. But be patient, all in good time. Remember, you can recalibrate at any time. Okay, also man kann jederzeit kalibrieren. The wheelchair you're sitting in is equipped with height adjustable lever, adjusted to your needs. The box on your knees is your control okay. Center for the universe. An dem Hebel hier kann ich meine Sitzhöhe einstellen in dem Rollstuhl. Remember the nearest goals you have for your fresh existence. Okay. There are also buttons here that allow you to save the current status of yourself, return to previously saved states, or enter the menu. Okay, also hier sind halt Buttons, um ins Hauptmenü zu kommen und Spielstand speichern und laden. Okay. You'll find many items on your route. Some will be weird, some will be ordinary. And some you'll be able to make good use of. Because of the limitations of your body, it might be difficult for you to reach some things, so your abilities are slightly expanded. You can turn your hand into a grasper. Also man kommt nicht überall ran, da man ja am Rollstuhl sitzt. You'll find it easier to explore the world around you for sure. Checking your box how to do it. Swap Tool. Joystick drücken. Ah, okay, jetzt habe ich hier so eine. So einen Greifarm. Schlüssel. Ah, okay, so kann ich also Sachen greifen. Oh, okay.
You need to move around using grab and rotate the wheels to move. Spin them around to move. Okay, krass. Also man muss jetzt wirklich hier die Rollstuhlräder drehen. Ist gar nicht so einfach. Links, rechts, vor, zurück. Ui! Now you've mastered the method of moving. It's time to use it. You can always find something that looks interesting that's worth visiting. Just look around. Interaction test. See? Something's blinking in the distance. Ah, a door. Eine Tür. Or do you need the key? What's behind it? Knowledge or darkness and superstition? Power and authority or weakness and defeat? Check it out, Awakened One. You already know how to maneuver in the world. Cross this threshold okay, ja. And taste reality. Klappt da ganz gut hier mit dem Rollstuhl. Schlüssel nehme ich. Zack. Okay, hat funktioniert. Okay, und weiter. And remember, ist dunkel. Don't waste the opportunity you've been given. Okay, Ladebildschirm. Okay, das ist der erste Raum, alles klar. Grafik sieht wie gesagt ziemlich gut aus, mit der G2 hier sowieso. Auflösung super. Okay, schauen wir mal. Also mit dem Rollstuhl fahren ist nicht so einfach, ne? So, das sieht doch hier aus wie das erste Rätsel. Das ist zu. Okay. Okay. Das funktioniert nicht. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Sicherung. Stecke ich mal rein. Fehlt noch eine Sicherung. Und da unten sowas wie eine Batterie oder sowas. Ach, was ist das? Batterie, oder? Sieht aus, als könnte das da reinpassen. Zack. Da fehlt aber noch eine Sicherung. Oh. Okay, das nehmen wir auch mal mit. Find the right cable combination and escape the room. Okay, alles klar. Schraubendreher habe ich auch noch. Kann ich damit machen? Oh, hier ist noch eine Sicherung. Okay. Und nun schalte ich einmal ein. Was heißt das? Gelb. Die richtige Kabelkombination soll ich ja finden. Okay, das ist anscheinend dann hier nicht die richtige Kabelkombination. Gelb. Warum gelb? Oh, ist aufgegangen. Ein Schlüssel. Zack. Boing, voll rübergefahren bin ich immer. Was ist das hier? Ah, okay, das ist ein Schemata. Wie ich die richtigen Kabel hier ran gemacht habe. Habe ich die Kabel so dran? Ah ja, genau. Genau so habe ich die Kabel dran. Ja. Okay, habe ich ja durch Zufall das richtig gemacht. Alles klar. So gut, also ich habe jetzt einen Schlüssel.
und kann dann jetzt bestimmt durch die Tür. Also wenn man hier an den Rädern dreht, ist man halt deutlich schneller. Aber nicht so einfach. So, was haben wir hier noch? Filmrolle. Ah, The Monster, 1903. Passiert aber bestimmt gleich was hier, oder? Was haben die da? Ein Skelett? Ist das hier ein Gehirn oder ein Herz oder was ist das? Was macht ihr da? Die setzt das Skelett da hin, das Skelett steht aber immer wieder auf oder was? Skelett wird zugedeckt. Mit dem weißen Laken. Und jetzt bewegt sich. Jetzt macht die Bewegung nach von der Frau, okay. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Was haben wir hier? Das sieht ja lecker aus hier. Okay, Schranktür. Kann ich mit dem Ding hier auch eine Schranktür aufmachen? Ja, kann ich. Oh, noch eine Filmrolle. Komm schon. Ich weiß nicht, wozu ich die da oben ranhängen kann, aber. Oh, hier sind auch noch Schubladen. Guck ich mal in die Schublade. Oh, sie jede Menge Sicherung. Was soll ich denn mit so vielen Sicherungen? Ich nehme erstmal alles mit, was ich finden kann. Und noch eine Batterie. Okay. Geht gerade mal so zu. So. Kann ich die nehmen, die Lampe oder so? Ne. Vielleicht mal die Filmrolle, die ich gerade gefunden habe, da einsetzen. So, dann nehmen wir mal die hier. Okay. Rodman, Opus 3, 1924. Viel passiert da nicht. Okay. Einfach nur verschiedene Farben, die da jetzt ablaufen. Okay, ich würde mal sagen, ich probiere mal jetzt den Schlüssel da an dieser Tür aus. Kann ich hier irgendwas machen? Kann mir das Buch hier vielleicht noch weiterhelfen? Ich kann hier blättern, ne? Aber was Interessantes sehe ich jetzt hier nicht. Verschiedene Namen anscheinend.
Na gut, okay. Dann würde ich sagen, jetzt hier mal durch die Tür durch. Abgeschlossen. Also nehme ich mal den Schlüssel, den wir gefunden haben hier. Er passt. Oh. Und weiter geht's. Okay. Also wir befinden uns hier irgendwie in so einem Hotel, habe ich gelesen. Ein verlassenes Hotel. Und befinden uns halt auf der Suche nach unserem Erschaffer. Oh. Eine Uhr. Kann ich nichts mitmachen? Ich fahr mal so. Geht schneller. Oh. Okay, da geht's lang. Hallo? Die Treppe ist gesperrt. Schade, wäre ich jetzt gerne runtergebrettert. Da ist auch gesperrt. Hier ist ein Fahrstuhl oder sowas. Ups, nein, 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 nicht so weit. Ich kann darauf drücken, aber... Sieht anscheinend nichts. Fahrstuhl kommt nicht. Okay, weiter. Uiuiui, ist aber schnell. Okay, hier ist die Sackgasse. Boah, also so ein bisschen komisch wird mir mit dem Rollstuhl hier. Von der Fortbewegung. Vielleicht hätte ich doch lieber auf Teleport schalten sollen. Ich glaube, wenn ich mit dem Joystick fahre, dann ist besser. Okay, ja, verschiedene Zimmer hier. Die Tür ist offen, dann gehe ich mal dahin. Schon wieder ein Filmprojektor. Ah, okay. Und auch eine Filmrolle, dann lege ich die mal ein. Was steht da drauf? Fan with Flashlight. And now time for commercials. Sieht aus wie eine Lampe. Mit dieser Batterie, die ich da gefunden habe. Ja, Batterie ausgetauscht. Zack, geht die Lampe wieder. Vielleicht kann ich mir auch so eine Lampe basteln. So. Was haben wir hier? Und da liegt ein Schlüssel auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Schlüssel ist immer gut. Mitnehmen. Zack. Und noch eine Batterie. Ey, überall sind diese Batterien. Kann ich mir bestimmt eine Taschenlampe bauen und dann verbrauchen die sich oder so. Deswegen liegen so viele davon rum. Ach, guck mal da. Handgrabber. Calibrate, ja. Open Flashlight. Use Walkie-Talkie. Use Oil Can. Okay, also ich nehme das Ding. Und kann ich das irgendwie ranmachen? Ah. Wie kann ich da jetzt die Batterie wechseln? Interact.
Sie brennt auf jeden Fall nicht, die Taschenlampe. Scheiße. So nicht. Jetzt. Jetzt ist er drin. Ah. Wie schalte ich die aus? Ist jetzt aus? Ne, ist an. Jetzt ist er aus. Okay, ich muss gar nichts drücken, ich muss einfach nur gegen. Okay, also jetzt habe ich eine Taschenlampe. Ich kann aber auch überall hochfahren mit dem Ding. So, das kann ich nicht nehmen. Hier ist nichts weiter. Okay, dann hier wieder raus. Dann gucke ich mal da drüben in diese beiden Zimmertüren. Zimmer 213 und Zimmer 212. Okay, hier ist zu. Einen Schlüssel habe ich ja. Passt der? Ach, da steht aber sogar eine Nummer dran. Okay, Zimmer ist offen. Licht an. Nichts drin. Und da ist schon was drin, oder? Ja, eine Batterie. Okay, das kann ich alles nicht nehmen. Okay. Es ist bisher aber auch noch wirklich absolut gar nichts Gruseliges oder sowas passiert, ne? Weil es eigentlich heißt Horrorspiel. Ja, die Atmosphäre hier ist natürlich nicht gerade freundlich, aber passiert ist hier trotzdem noch nichts. Kann von mir aus auch so bleiben. Scheint hier wirklich der Fokus ganz klar auf den Rätseln eventuell zu liegen. Oh, ein Funkgerät oder was? Take the radio. Unbelievable. You're not one of them. You can see it right away. Your movements. So conscious. What grace. A masterpiece. So he was right. The waitling. Then there's still hope. If you're here, things can still get back on track. Though it looks like you're not in the best condition. I'm Dr. Finnegan. Welcome to my hotel. This was the starting point for a new stage in the history of mankind. And instead it has become the habitat of an inhuman force threatening humanity. But apparently Providence has sent you. With your body and my mind, Zimmer 214. We just have to hurry. Try to get to the ground floor, but be careful. Your brothers are everywhere, and in this hotel, even the walls have ears and eyes. I'll be in touch with you. You can call me by just pressing the button on the radio. I'll answer if I can. Okay, der hilft mir anscheinend eventuell ein bisschen. Ich soll versuchen, nach unten zu kommen in dem Hotel. Und meine Kameraden, meine
Die anderen Puppen sind aber anscheinend hier auch irgendwo unterwegs. Tür ist zu hier. Passt der? Passt. Oh. Oh. Verdammt. Ich glaube, jetzt fängt es an, gruselig zu werden. Das sind hier meine komischen Kameraden oder was? Hallo? Oh nein, jetzt ist die Lampe auch noch ausgegangen. Hallo? Scheiße. Habe ich noch eine Batterie liegen? Ja, ich habe noch eine Batterie. Verdammt, jetzt ist mir die Batterie runtergefallen, glaube ich. Man sieht doch hier nichts. Ich hab noch nicht raus, wie man die Batterie hier wechselt. So nicht. Erstmal die rausnehmen wahrscheinlich. Tschüss. Und die reinstecken. Ha. Also irgendwie habe ich es jetzt geschafft, dass die Klappe offen geblieben ist. Von dem Ding. Okay. So, gut. Taschenlampe habe ich wieder. Und hier liegt so eine... Halb... Nee, halb Mensch, halb Puppe, würde ich sagen. Aber... Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll. Sich irgendwie gerade bewegt. Aber auch nicht so wirklich. Okay, keine Ahnung. Ich fahre einfach mal weiter hier. Was haben wir hier? Zimmer 218. Gucken, ob da offen ist. Nee, da ist zu. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Irgendein Knopf oder so? Oder was ist das? Komische Apparatur hier. Zimmer 219. Okay, hier ist eine Sackgasse. Liegt da was? Naja, Zigarette. Und ein Brief. The doctor returns, however. Okay, sieht mir jetzt nicht so wichtig aus. Zigarette können wir auch nicht mitnehmen. Okay, dann weiter.
Oh, was ist hier mit dem Fahrstuhl? Geht der hier vielleicht? Nö. So, da meine Taschenlampe nicht immer so lange hält, würde ich mal sagen, roll ich mal hier manuell. Das geht dann doch ein bisschen schneller. Auch wenn es ein bisschen umständlicher ist. Gerade so die Drehung ist nicht so einfach. Die Tür ist zugerostet. Ja, bitte. It looks like the fuses have burnt out. Change them and put the power back on. Die Sicherungen sind durchgebrannt und ich muss sie wechseln. Welche Sicherung? Wo? Wie? Welche? Wo meint er denn? Hier? Ist hier ein Stromkasten? Oder wo? Hier vielleicht? Ah. Ja, die sieht kaputt aus. Und die hier sieht auch kaputt aus. Ich habe doch, glaube ich, noch zwei Sicherungen hier in meiner Schachtel. Ja, perfekt. Zack, eine. Und noch eine. Okay, ja. Sehr gut. Strom ist an. So, was haben wir hier? Wie das Blatt hier hin und her wabbelt, sieht aber so ein bisschen unrealistisch aus, ne? Ich denke mal, das soll mir einfach nur zeigen, alte Sicherung raus, neue Sicherung rein, oder? Und dann Schalter anmachen. Hab ich ja gemacht. Hier noch irgendwas von Interesse? Ich glaube nicht. Die kann ich auch nicht aufmachen. Ja, die kann ich aufmachen. Ja. Ist die Lampe eigentlich noch an hier? Sehe alle. Also eine neue Batterie für meine Taschenlampe wäre noch ganz gut. Aber sieht schlecht aus. Hier drüben in den Schrank gucken. Der geht nicht auf. Na gut, okay, wieder zurück auf den Flur, da ist jetzt Licht an. Scheiße. Oh fuck! Sie kommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie schlagen mich. Lass mich in Ruhe. Close. Oh, der ist aber hier drin, ne? Verdammt! So ein komisches Vieh. Zwei sogar. Was mache ich jetzt? Anscheinend tun sie mir nichts. Ich bin sicher, okay. Wo sie hier bei mir drin sind, bin ich safe. Alles klar. Es scheint ja noch ein kleiner Bug zu sein, würde ich mal sagen. Ich spiele hier, wie gesagt, eine Vorab-Version, ne? Das volle Spiel soll erst noch irgendwann im ersten Quartal rauskommen.
absent at this point, but the dolls are watching. Go on, but be careful. Your brothers may not see much, but they have good hearing. Be quiet. Okay, also die hören mich auf jeden Fall. Die können nicht gut sehen, aber sie können gut hören. Cinema. Kommen die jetzt hier hinterher, ne? Oh. Scheiße, schlägt mich. Kann ich mich irgendwie wehren? Das sieht irgendwie aber auch kacke aus, wie die hier sich fortbewegen, ne? So wirklich treffen tut er mich aber auch nicht. Aua, jetzt trifft er mich. Ich rolle mal ein bisschen schneller einfach weg hier. Oh, jetzt kommt der zweite. Scheiße. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin schon ziemlich angeschlagen. Ich kann mich nicht wehren gegen die, ne? Kann irgendwie nichts machen. Kann die nicht schlagen oder so? Ah doch. Ich kann sie mit meiner Taschenlampe schlagen. Okay, okay, okay. Ich habe überlebt. Oh, er ruft mich. Okay, kann ich wieder so eine Filmrolle einsetzen, wenn ich eine finde? Alles klar. Cinema. Ich muss echt sagen, ich kriege hier so echt Motion Sickness. Die Fortbewegung ist irgendwie nicht so ganz sauber. Papier sieht so blöd aus. Also hier liegen einige Filmrollen rum. Die kann ich dann jetzt wahrscheinlich da drüben einlegen. In den Projektor. Hier ist noch eine neue Batterie für meine Taschenlampe. Wie mache ich das Ding nochmal auf? Ist zu. Zack. Ja, jetzt geht's auch wieder. Okay. Okay, ja, also ich muss sagen, meine Begeisterung hält sich bisher in Grenzen bei dem Spiel. So, ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, dass ich diese Viecher auch schlagen kann mit meiner Taschenlampe. Komm schon, steh auf, dann kann ich dich schon mal schlagen. Zimmertür ist zu. Oh, siehst du, jetzt ist er aufgewacht. Jetzt werde ich ihn einfach umhauen. Zack. Das ist irgendwie doof. Das fühlt sich total blöd an. Und dann diese Gegneranimation, die sind auch sowas von schlecht. Oh, das ist echt kacke irgendwie.
Also das macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr auf so Escape Room Puzzle gehofft. Aber das jetzt hier mit den Gegnern, dass du die jetzt hier verkloppen kannst, das finde ich voll blöd. Der Rauch sieht ganz gut aus. Mal was Positives wieder. So, gut, also im Prinzip müsste ich jetzt hier mal schauen, in welchen Raum ich als nächstes reinkomme. Die Türen sind jetzt hier irgendwie gerade alle zu. Da stehen immer noch die beiden Typis rum, ne? Was ist mit der Tür hier? Ah, der geht sogar auf. Mach ich mal die Lampe an. Hier geht's aber nicht weiter, oder? Komme ich doch nicht durch. Kann er mir irgendwie helfen? Hallo? Can you help me? Ja, na gut, ich glaube, das reicht aber auch jetzt erstmal für den ersten Eindruck. Ich versuche jetzt hier nochmal zu drehen. Also die Steuerung finde ich ziemlich hakelig. Die Fortbewegung auf jeden Fall mit dem Rollstuhl. Ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Zack. So, Hauptmenü bin ich. Wunderbar. Okay, also kleines Fazit. Haut mich bisher absolut nicht von den Socken, muss ich sagen. Grafisch sieht es ja so ganz nett aus. Für so ein Escape Room Spiel. Das Escape Room. Der Escape Room Anteil kam für mich aber bisher jetzt ziemlich kurz. Ich weiß nicht, ob sich das noch vielleicht ein bisschen ändert mit den Rätseln. Ich habe bisher eigentlich ja nur am Anfang dieses Kabel mit den Sicherungen Rätsel in Anführungsstrichen gehabt. Ansonsten bin ich bisher eigentlich nur so ein bisschen mit dem Rollstuhl rumgefahren. Und genau das ist nämlich das Problem. Das Rollstuhlfahren geht irgendwie nicht so gut von der Hand, finde ich. Ich finde es ziemlich hakelig und bekomme auch ganz schön Motion Sickness, was eigentlich sonst nicht so das große Problem bei mir ist. Die Gegneranimationen sind total doof und das ist irgendwie total blöd gemacht mit den Gegnern. Also das gefällt mir bisher gar nicht. Das macht es so ein bisschen kaputt. Mehr Rätsel würde ich jetzt ganz gut finden und nicht so dieses vor den Gegnern da wegrollen und die dann mit einer Taschenlampe tothauen, was total blöd sich anfühlt. Okay, also wie gesagt, kann man mal im Auge behalten, das Spiel. Es ist ja noch in der Entwicklungsphase. Das soll irgendwann im ersten Quartal rauskommen. Beobachten wir auf jeden Fall mal die ganze Sache. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, würden wir uns freuen. Und ein Abo, dann verpasst ihr auch kein Video. Drückt die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.